Gottchen, ey. Nie wieder Thanatoren. Es gab aber wirklich mal eine Funktion. Man konnte auch mit Nahwaffen, Nahkampfwaffen gegen die kämpfen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das früher so gemacht habe. Aber anscheinend aufgehoben. Was weiß ich nicht. Es ist erledigt. Du willst dir nur einen Namen machen. Dein eigenes Volk wollte dich nicht haben. Also kommst du zu uns. Hör mal, ich mache das nicht für mich. Gib eurer Sahek die Schuld. Ich tue nur, was sie mir aufgetragen hat. Glaubst du, ich habe Spaß daran? Ja. Das ist ja nicht so ein schöner Streit gewesen. Oh, wir haben neue Schwerter. Was man fast nicht sieht. Aber wir reden jetzt erstmal mit Amantin. Du hast gut gekämpft, Ryder. Ich weiß, wo dein Steinsplitter lebt. Tief im Wulong-Pfad. Wulong-Pfad. Wie finde ich den? Der Weg wurde von den Navi markiert, die hier leben. Du wirst es sehen. Der Wulong-Pfad. Amantin hat sie losgeschickt, damit sie den Splitter besorgen. Wir können jetzt nochmal in die Eroberung reingehen. Dadurch, dass wir ja ein Level-Up hatten, haben wir ein paar Punkte dazu gewonnen. Und wir wollten ja noch hier aufrüsten. 25.000, das sind 5 Thanatoren, das können wir mal machen. So. Ja, da wird gerüstet, bla bla blub. Mehr wollte ich ja eh nicht machen. Beziehungsweise mehr kann ich nicht machen. Ich muss mal kurz unterbrechen und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Und ich sehe schon da hinten. Läuft. Ist das ein Mensch? Ja. Ja, der wird wahrscheinlich nicht alleine gewesen sein. Das war relativ gut zu erwarten. Hä? Hallo, kommen Sie denn her? Ich habe mich jetzt mega erschrocken. Da! Sie sind da draußen! Tötet sie! Nächste. Ja. Okay. Ich habe die Orientierung verloren. Die. RDR töten 100%ig abgeschossen. Das heißt, es müssten jetzt eigentlich gar keine mehr kommen, oder? Hä? Oh. Ja, irgendwas hinter mir ist, wir wieder respawned oder so. Was war das? Martiale! No. Da waren aber 2 Stimmen. Die tarnen sich viel zu gut. Ich sehe es wirklich überhaupt nie. Da sind Schützen. Schaltet sie aus. Feind gesichtet. Vorwärts. Mach fertig. Hey. 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 So. Sieht jetzt schon relativ safe aus. Kann man ja den Splitter nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es der zweite oder der dritte war, aber dadurch, dass die Karte da gleich endet, wird es wahrscheinlich der dritte Splitter gewesen sein. Hört hin, da kommt was. Macht es platt. Oh. Ich sehe die nicht.
Die tarnen sich so gut. Okay, den MPA, den sieht man noch so. Gib mir Deckung, ich geh rein. Mit ganz viel Mühe sieht man dann noch den MPA. Da, jetzt mach Bumm. Ja, und dann können wir das auch hier einsammeln. Da draußen tut sich was. Überprüfen. Wieso eigentlich sind hier noch Gegner, wenn es steht Sektorenherausforderung 100% ab? Gib mir Deckung, ich geh rein. Ich brauchte ein bisschen länger, um sie genau ins Ziel zu fassen. Irgendwas anderes schießt noch da. Wer nachladen muss, hat schon verloren bei mir. Okay, das ist nur so eine Pflanze. So. Schick. Huch. Das war aus Versehen. Das war jetzt aus Versehen. Wieso sind denn hier plötzlich so viele? Ja, das hätte ich mit ohne einen Fall zu verballern machen können, da habt ihr recht. Aber man muss sich auch mal einen Spaß gönnen. Meiner Meinung nach. So ein Blödsinn. Aber okay. So, hier haben wir die nächste Weide. Eindeutig. Und es sieht relativ safe erstmal aus. Erstmal. Jetzt, Ryder. Niven, nimm das Lied. Was ist mit der Firma? Wisst ihr, warum sie sich zurückziehen? Die Tatut sammeln sich. Metallvögel füllen den Himmel. Tragen viele Menschen. Ein Sturm zieht auf. Hol das Lied. Wir müssen zum Kelutral zurückkehren. Das zweite Lied. Tanjala möchte, dass sie das Lied der Weide holen. Ja, dann wollen wir das doch machen. Und nebenbei sammeln wir noch in die Zellen ein. Hier war... Hier irgendwo war das Geräusch. Hier? Nee. Auch wahrscheinlich ja hier. Ich finde, es ist relativ cool gemacht, aber man kann genau erkennen, wo die Dinger hin müssen, wenn man einmal weiß, worauf man achten muss. Und hier muss ich einfach achten, der nächste wird wahrscheinlich dort platziert werden. Ja. Es ist so einfach gestaltet. Ich meine, das mit der Vibration finde ich immer noch echt cool, aber es ist wirklich für Dummies programmiert. So. Wir haben das Lied. Auf geht's. Du hast gute Arbeit geleistet. In dir lebt der Geist eines Menschen. Doch du erreichst, was nur wenigen Navi gelingt. Ich versuche nur, das Richtige zu tun. Du bringst Hoffnung für die Zukunft, Kiweko. Bringen wir dieses Lied zur Saik. Der Kampf entwickelt sich schnell. Die Menschen sind uns einen Schritt voraus. Wir müssen dieses Lied zum Kilutral zurückbringen. Unterschätze den Heimvorteil nicht, Tanjala. Ich glaube, die Chancen stehen gut für uns. Ich hoffe, du hast recht, Ryder. Heimat ist, wo ich mein Lied singe. Tanjala möchte, dass sie mit der Saik im Hausbaum sprechen. Das wollen wir doch dann direkt auch mal tun. Das bedeutet, wir müssen zum Hausbaum. Und da reisen wir jetzt auch hin. Ladebalken, das kennen wir ja. Das passiert nur allzu oft in dem Spiel manchmal. Und neuer Artikel in dem Tagebuch. Das ist ja das Einzige, was ich hier aufrufe. Und wir sehen überall, wo Sternchen sind, gibt's was Neues. Oh fuck, ich habe eins übersehen. Nein! Die Saik des Clans investiert viel in mich.
zu viel, meiner Meinung nach. Jetzt redet sie von der Erststimme, einem seltenen Navi, der weiß, wie man eine tote Stätte wiedererweckt. Sie hält mich für diese Erststimme. Ich wollte hier neu anfangen. Und jetzt wollen sie, dass ich die Toten wiederbelebe. Was geschieht, wenn sie herausfinden, dass sie falsch liegen? Dieser Krieg spitzt sich zu. Falco hat seine Truppen aus dem Sektor abgezogen, also verlegt er sie. Sie bereiten sich vor. Wenn sie den alten Seelenbrunnen finden, werden sie in voller Stärke anrücken. Wir müssen dringend die Gesänge sammeln und den Ort finden. Falls Falco ihn schon gefunden haben sollte... Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil der Konflikt ist an sich ist wirklich interessant, aber ich finde es ein bisschen schade, dass die Geschichte nur so oberflächlich irgendwie mal angekratzt wird, aber es echt nicht so an Tiefe gewinnt. Leider. Aber so ist das meistens mit Spielen, die zu einem Film kreiert werden und dann irgendwie auf schnell, wir müssen was rauswerfen. Naja, wie auch immer. Fazit gibt ihr erst am Ende. Sehr gut, Ryder. Du hast das Lied. Ich verstehe. Was machen die Neuzugänge hier? Die Kunde deines Erfolgs verbreitet sich. Die Hoffnung auf den Jahwe Mokri steigt. Auf mich? Nein, Ryder. Du bringst Neuigkeiten über den stillgelegten Seelenbrunnen. Es gibt Hoffnung, dass die Stimme erscheinen wird. Jetzt gib mir das Lied. Zweite Strophe, die ich zeigen möchte, dass sie Evas Lied singen. Und wieder ein Level up. Und wir haben neue Rüstung bekommen, eindeutig. Ich hoffe nur, wir kriegen bald auch einen neuen Bogen wieder. Ach ne, wir müssen ja hier hin, ne? Ich will mal ins Gesangsbeet hinein. Ach, ich weiß auch nicht warum. Super! Jetzt leuchtet es wieder so schön gelb. Gut, gut. Vitraya Ramunong wird bald gefunden werden. Ryder, Signalexpertin. Was bedeutet das? Ich knacke Codes. Das war mein Beruf, das Entschlüsseln von Mustern. Warum? Selbst als Mensch siehst du, wenn andere nicht sehen. Du siehst dich selbst nicht? Du kannst nicht leugnen, was du bist, Ryder. Soll das ein Rätsel sein? Was meinst du? Gehe zu Tanjala. Lass dich von ihm zu deiner nächsten Reise führen. Wunderbar. Und da steht auch schon Tanjala. Wir fliegen nach Vaeras Vitraya. Das nächste Lied wartet. Du stehst in Saik Sanumes Gunst. Sie sieht, was du vielleicht werden wirst. Die Erststimme ist eine große Ehre. Ich bin nur eine, die Lieder sammelt. In meiner Heimat nennt man das DJ. Du hörst die Lieder von Eva Ryder. Schau über deinen eigenen Tellerrand. Als ob ihr Teller hättet. Nach Vaera Ramunok fliegen. Tanjala besteht darauf, dass sie nach Vaera Ramunok fliegen. Dann haben wir natürlich auch direkt hier die nächste Teleportsinstanz. Ach ja, wo da wo grün ist, ist ja immer Vaeras. Was ist das hier? In Kinamia oder so? Taruk Naring. Ach so. Wir haben hier 886, 87, 90. Wow. Oh ja, das sieht schon mal sehr freundlich aus, ne? Das findet auch der Pete, der da ganz freundlich herausgekrabbelt ist aus seinem Käfig und jetzt hier große Welle macht. Ja, meine sprachliche Kompetenz. Unsere Krieger fliehen vor den Menschen. Das sind schreckliche Nachrichten. Die RDA schießt die Weide über den Haufen. Wenn sie den stillgelegten Seelenbrunnen vor uns finden, ist es aus. Es wird Zeit, ihren Angriff zu erwidern. In Notzeiten müssen wir alles riskieren. Wir haben ein Sprichwort. Dem Mutigen gehört die Welt. Ah, das gefällt mir. Komm, versammeln wir unsere Krieger. Also was ich sagen wollte, meine sprachliche Kompetenz ist heute echt schlecht. Wie sagen wir das jetzt? In der Hand. Aber wir haben auch ein neues Maschinengewehr bekommen, allen anscheinend. Du musst die Splitter finden. Die Krieger hier kennen das Land besser als ich. Sie werden dich führen. Ich werde alle Krieger versammeln, die ich finden kann. Versuche, Bay zu finden. Wir könnten seine Hilfe gut gebrauchen.
Beidamo sieht deine Sache nicht. Ich weiß aber, dass er hier ist. Es macht ihm Spaß, vielen Tattoo die Schädel einzuschlagen. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Wenn du alle Splitter hast, treffen wir uns beim schwebenden Felsen. Verstreute Splitter und ein Lied. Tanjala möchte, dass sie den Navi-Stämmen helfen, damit sie sie dabei unterstützen, den Splitter zu finden. Wow, das ist aber eine große Map. Das kann man nicht anders sagen gerade. Wir rennen jetzt einmal geradeaus, weil wir haben ja schon wieder ein Level abgehabt. Das heißt, wir haben ja wieder ein paar Punkte. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was hier... Ja, danke. Wir können hier wieder ein bisschen investieren. ...2000 kosten die. Und dann können wir hier raus noch 4000 machen. Dann haben wir 5000. Dann haben wir hier 5213 von denen. Aber wir sammeln wieder erst, genau. Bäume der Version, Sektorenherausforderung ist natürlich wieder angenommen. Das kennt man nicht anders. Und hier ist der Stammesälteste oder sowas. Gengar, Ryder, ein gutes Omen. Das Himmelsvolk greift uns an. Wir sitzen in der Falle. Ich kümmere mich darum. Bewährungsprobe. Swavata möchte, dass sie das im neuen gelegenen Navi-Dorf sichern. Schwere Sprache. Die deutsche Sprache. Naja, aber manche Sachen mal jetzt nicht sehr deutsch. Von daher. Wie weit ist das? Ach, bis dahin kann ich laufen, weil ich sehe schon da geballert. Deswegen brauche ich auch das Pferd nicht nehmen. Wenn eh schon rumgeballert wird. Ach, da ist noch einer, jo. Hä, der hat ja einen krassen Bug. Ach, der ist... Ja, man merkt, hier geht die Post eher ab. Munitionsbehälter sind auch angenommen. Wohin muss ich? Hä? Ich will diese Maschine kaputt machen. Jo, die kommen nämlich schon alle angefahren. Oh, ja, da sollte ich ja in Bewegung bleiben, richtig. Gut, dass ich hier drunter stehe. Hä? Lol. Was? Was ist das denn jetzt für ein Bug gewesen? Sehr komische Nummer. Eine ganz, ganz komische Nummer, definitiv. Was war das denn jetzt? Ich höre etwas. Halt sie nein! Wieso trennen die mich treffen und ich... Wo ist der denn jetzt? So. Das ist nicht nett so. Aber der schießt auch daneben. So.